Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Heute begrüßen uns diese kleinen scheiß Krabbelspinnen hier. In der letzten Folge haben wir ja schon ein heftiges Battle mit denen gehabt. Und es gibt nichts Schlimmeres als diese scheiß Spinnen, weil die kommen immer zu zehnt und... Ah, Wahnsinn, die sind so scheiß aggressiv. Und wir wurden ja in der letzten Folge fast schon dann auch noch wegen so einer Scheißspinne in die Luft gesprengt. Da sind sie schon. Und das ist dann auch so ein Bug hier, dass die dann auf einmal nicht mehr funktionieren. Jetzt treffe ich die natürlich nicht. So. Die Musik passt gar nicht. Aber ist mir jetzt gerade egal. Wir müssen den scheiß Spawner hier kaputt machen. Wir buddeln jetzt so lang da rum, bis wir den Spawner sehen. Und da können sie eigentlich nicht durch. Weil da dürfte ja der Pfosten im Weg sein. Aber trotzdem müssen wir sie doch erwischen, oder? Jawohl. Sehr gut. Ah, verdammt. Aber ich frage mich, warum die mich nicht mehr vergiften. So. Wo ist dieser verdammte Spinnenspawner, ey? Über uns, hinter uns, überall. Da ist die Kiste. Ist ja schon mal geil, dass da eine Kiste ist. Und da hinten sehe ich eine Spinne. Die Spinnen sind hier ganz in der Nähe. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich kann mich gerade gar nicht so richtig konzentrieren, ey. Wegen den Drecksviechern hier. Da kann schon mal nichts kommen. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit, außer die Kürbiskerne. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. So. Wahnsinn. Ich werde verrückt hier. Gerade. So, Moment. Guck in die Richtung noch gucken. Nicht, dass da noch... Aber da kann nichts sein. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Nee, doch. Scheiße, da geht's noch nach oben. Okay, wir bauen uns hier eine kleine Barriere rein, dass da nichts drüber kommt. Dass wir nicht überrascht in die Luft gesprengt werden, während wir die Spinnen hier bekämpfen. So. Jetzt können wir ja nur von Spinnen von hinten angegriffen werden. So. Und die erwischen einen immer. Egal, wie oft man schlägt, die erwischen einen einfach immer. Wow! Scheiße! Scheiße! Boah! Ich muss mir mal angewöhnen, auf die erste Taste zu drücken. Verdammt, das gibt's nicht. Ich häng im Spinnennetz fest. Ah. So, Moment. So, ich hoffe, das war's dann mit dem scheiß Spinnen-Spawner hier. Ach, verdammt. So. Weg ist er. Ich hoffe, das war's. Jetzt müssen wir noch die Spinnen hier platt machen. Da oben hängen noch welche. Oder ist über uns noch einer? Das wäre der Hammer, wenn da noch einer wäre. Das wäre so krank. Uah, uah. Alter Schwede, ey. Ich bin hier am Zittern. Das glaubt ihr gar nicht. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich weiß doch nicht, dass da noch so viele sind. Und warum sind die Flammen noch da? Heißt das etwa, dass ich den nicht gekillt habe? So. Aber das sind noch so viel. Noch so viel Spinnenlärm hier. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch einer ist. Scheiß die Wand an, ey. Boah, geht's mir gerade dreckig.
Da hätten uns beinahe der Creeper noch in die Luft gesprengt. Hier hinter hört sich so an, als wären hier. Als wäre hier ein Spawner. Hier ist aber nichts. Über uns ist auch nichts. Wo sind die noch, verdammt? Und warum sind die Flammen noch hier? Heißt das jetzt, dass der Spawner jetzt nicht ganz weg ist, oder was? Da oben ist noch einer. Ich fasse es nicht, ey. Wie viele noch? Boah, auf so kleinen Raum, so viele. Scheiße. Das gibt's ja nicht, ey. Wow, ich hab's doch gesagt, da oben ist noch einer. Das kann nicht wahr sein. Jetzt häng ich ein Spinnenseil fest. So. Boah, scheiß die Wand an, ey. War das eben eine Reiberei hier? Aber hier oben will ich gar nicht weiter erkunden erstmal. Ich will eigentlich wieder zurück in die Schlucht. Ja, komm, Zombie. Vor dir habe ich keine Angst mehr, ey. Ledermäuse. Gold. Alles da. Und, ey, das sind 3 Spinnenspawner. Und ich glaube, da ist sogar noch einer. Da hinten müsste noch einer sein. Okay, wie machen wir das? Ich glaube, ich baue hier erstmal zu, das von da oben. So, jetzt sind wir von da oben erstmal safe. So. Ich höre jetzt überall kribbeln in meinem Ohr. So. Wir bräuchten eine Axt. Wir haben leider keine Axt mehr. Wahnsinn, wir finden ja auch nie wieder raus. Da ist der Andy. Den können wir ja von hier oben kaputt bashen. Noch ein Spinnenspawner, das gibt's nicht. Ah ne, gut. Hab schon gedacht. Ey. Enderperle, Enderperle? Nein, nix. Armselig. Also über uns ist noch ein Spinnenspawner. Definitiv. Aber jetzt will ich erstmal wieder zurück in die Schlucht und will mich jetzt hier nicht... Wahnsinn, ey. Die machen mich wahnsinnig hier, echt. Sackgassen sind erstmal ganz gut. Boah, ich bin hier am Schwitzen, das ist ja schlimmer als Formel 1 fahren. Uah! Wo kommst du denn her? Von da oben. Wir machen hier zu. Ich will keinen ungebetenen Gast von oben bekommen. So. Gut, wir gehen jetzt hier wieder runter. Und ich höre es überall krabbeln, ey. Wahnsinn. Und eigentlich wollte ich nur da unten rein. Ich höre ein Pferd. Da oben, Ross und Reiter kommen da. Ach, das Pferd macht gerade seinen Reiter kaputt.
Und natürlich eine Spinne, ey. So, der schwarze Reiter ist schon mal tot. Dass wir das alles ausgeleuchtet haben, aber das ist zum Glück nur eine normale Spinne. Oh, ein Creeper. Hallo, Creeper. Wie, wenn er mich niemals sieht, explodiert er nicht, oder was? So. Noch ein Creeper. Hallo. So, erstmal hier ausfackeln. Und das da unten, das ist unsere Schlucht. Okay. So weit hoch sind wir jetzt schon. Nur wegen den verdammten Scheißspinnen. Aber hier müssen wir... Ah! Tja, der hat mal ein Loch ins Gebälk gerobbt hier. Tja. Aber das ist das Gefährliche hier an der Schlucht. Da lauert es von oben, von unten, von rechts, von links. So. Die Spinne weiß genau, dass sie hier nicht rüberkommt. Deshalb greift sie auch noch nicht an. Ach doch, die kann hier rüberspringen. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Auf jeden Fall ein bisschen ausfackeln hier oben. Dass wir da unten ein bisschen besser laufen können. Und überall diese scheiß Spinnennetze, ey. Und die nächste Schlucht. Aber eine ganz schmale diesmal. Da unten Spinne. Wahnsinn. Da, jetzt gammeln sie da unten rum. Jetzt, wo ich die Lava zugemacht habe, natürlich. So ein Dreck. Die hätte ich besser aufgelassen. Aber ich will hier gerade noch ein bisschen ausfackeln. Na komm. Dass uns nichts auf den Kopf spuckt. Da hinten sehen wir diese scheiß Dreckspinnen. Sind da gestorben. Na, ich mag Spinnen nicht. Ich mag Spinnen nicht. Ach, das ist ein Skorpion. Okay. Ja. Ja, zum Glück brechen die sich halb das Knick, wenn sie von so weit oben runterfallen. Und, ja, wie gesagt, es ist ja ganz gut, wenn wir immer wieder irgendwie in die Schlucht zurückfinden. Scheiße, schon wieder kein Koppel mehr. Dem los. So, hat der Andy uns schon gesehen oder was? Hey, nicht hier oben explodieren, sonst reißt du wieder alles kaputt. Also so langsam aber sicher fackeln die ja alles aus, aber guck mal, was da unten schon wieder los ist, ey. Boah, jetzt versteht ihr auch, warum ich auf einfach spiele, wenn da noch die ganzen Ratten und noch alles dazu kommt. Hallo Spinni. Ich frag mich, ob die Fledermäuse irgendwann mal zu Vampiren werden. Da ist der Enderman. Wo
Oh ne, nee, nicht hier hin. So schubst er uns runter. Wir gehen hier hin. Andy? Ich hab jetzt keinen Bock, gegen den Enderman zu verlieren. So, ich habe überhaupt keine Zeit, irgendwas einzusammeln oder sowas. Weil die ganze Zeit... Da unten ist er. Keine Enderperle, nix. Ah, armselig. So, hier ist nochmal Lava. Aber wie gesagt, das geht's wahrscheinlich in die nächste Schlucht. Aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal wieder da nach unten. Und weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wie... Sind wir wieder hier oben, wo über uns die ganzen Spinnen hausen. Ach ja, hier ist der Spinnenspawner gewesen. Der Spinnenspawner. So. Da war das. Hier sind wir hoch. Und haben uns hier zugebaut. Richtig, genau. So. Da können wir ja jetzt wieder aufmachen. Hier auch noch ein Spinnenspawner. Also es waren wirklich drei Spinnenspawner. Wahnsinn. Die Wand an. Hier ist was los. Hier ist was geboten. Hier, Creeperland. Es hat so schön begonnen mit so viel Diamanten. Und dann wurde es brachial. Will ich mal sagen. So. Jetzt haben wir so ein scheiß Rattenvieh eingesammelt hier. So, die verbrennen hier zum Glück. So, hier sieht alles gut aus. Das Problem ist wirklich auch noch von oben. Aber jetzt haben wir da oben schon mal ein bisschen was ausgeleuchtet. Das ist ja schon mal gut. Und solange wir immer in diese Höhle hier zurückfinden, also in diese Schlucht hier, können wir hier auch nach oben schwimmen. Und kommen somit dann auch nach draußen. So. Und da oben haben wir halt auch noch nichts. Die Musik ist nicht gerade förderlich, will ich gerade mal meinen. So. Boah, ist das Wahnsinn hier. Ey, ich hab Gänsehaut. Wahnsinn. Man muss sich aber auch so ein bisschen drauf einlassen, natürlich. Aber das hier war gerade, ist mir sehr leicht gefallen, muss ich sagen. Mit den Scheißspinnen. Man ist da die ganze Zeit so angespannt. Da kommen sie gleich um die Ecke und von hinten erwischt dich dann ein Creeper oder der Enderman schlägt dich kaputt oder sowas. Wahnsinn. So, ich brauche mal E-Koppel, deshalb können wir hier auch mal ein bisschen wegbuddeln, gerade mal. Oh, und finden sowieso Redstone dadurch. Das ist doch schon mal toll. Das machen wir auch mal weg, dann sehen wir besser. Alles ein bisschen übersichtlicher hier gestalten. So, und hier links geht's doch auch noch. Hoffentlich, ja, da ist nochmal viel Lava. Da werden wir hoffentlich auch noch die eine oder andere Diamantenquelle finden. Jetzt holen wir uns aber erstmal... Moment, das muss ich gerade mal hier, das kann man ja so nicht anbieten. Ist ja fürchterlich. So. Machen wir hier wieder zu. Was will ich mit der scheiß Ratten? Da, guck mal, die haben nur Gelump. Huch, das wollte ich nicht. So, ein bisschen davon einsammeln. So. Da könnte vielleicht auch das eine oder andere irgendwo versteckt sein, da hinten. Und ich glaube, hier geht es auch noch weiter. Und über uns, ja, hier geht es auch noch weiter. Und über uns wird schon wieder gekrölt. Ich will dein Fleisch essen. Verrückte Sache hier. Wahnsinn. Da wirst du verrückt. Da wirst du verrückt. Da unten ist auch Lava. Da musst du echt aufpassen, wo du hindappelst. So, jetzt wollen wir uns erstmal hier reingraben. Vielleicht finden wir was. Und wir brauchen ja E-Koppel. Also Eisen haben wir schon mal. Das ist ja schon mal was
Feines. So, und solange da keine roten Blubberbläschen durchkommen, dürfte auch keine Lava über uns sein. Das heißt, da können wir ruhig weggraben. Wahnsinn, so weit geht das. Und ich will nicht zu viel Lava zubauen, weil sonst müssen wir zu sehr ausfackeln. So, da ist Kohle, noch mehr Eisen. Also Eisen-Kohle-technisch sind wir gut dabei. Oh, es sei denn, wir lassen sie natürlich verbrennen. Level 30 gleich. Auch nicht schlecht. So, und das mit den Ratten ist wesentlich angenehmer, wenn die ein bisschen zurechtgestutzt sind hier. Wahnsinn. Also wir haben hier noch einiges zu tun. Bis wir das alles hier erforscht haben. Boah. Wieder mal ein Monsterhöhlending hier. Und ich finde, das mit den Schluchten ist ein bisschen zu viel geworden, ne? Also wir... Ganz am Anfang, weiß ich noch, als es mit den Schluchten so aufkam, dann hat man mal eine Schlucht gesehen. So, ah geil, eine Schlucht, wie geil. Mal was anderes als eine normale Höhle. Aber jetzt ist es ja mittlerweile schon so, oh, guck mal, eine Schlucht. Oh, guck mal, die Schlucht endet in der Schlucht. Oh, guck mal, noch eine Schlucht. Das ist nicht mehr so toll irgendwie. Früher hat man dann wirklich so riesen Höhlensysteme gehabt mit irrsinnig großen Höhlenräumen. So, da spawnt, teleportiert schon wie ein Enderman durch die Gegend. Ich hoffe, der hat uns eingestürft, wir haben ihn ja nicht angeguckt oder so. Es sei denn, die greifen neuerdings natürlich auch so an. So, da ist Dings. Koppel dürfte schon auch erstmal eine Klug haben. Und unsere Haltbarkeitsspitzhacke, da haben wir ja, ich glaube, 3 Haltbarkeit drauf gemacht. Die dürfte ja erstmal ein Weilchen vorhalten. So. Und jetzt sind wir schon einmal quer durch diese irrsinnige Wahnsinn. Und ob das alles zusammenhängt, das kann ja natürlich auch sein. Dass das alles noch irgendwie... Dass der See unterirdisch noch mit dem See ganz am Anfang, wo wir mit dem Wasser runtergeklitten sind, dass der See auch noch damit zusammenhängt. Kann ja sein. Und Kohle, also Kohle baue ich jetzt nicht mehr Behutsamkeitsspitzhacke ab und baue die daheim nochmal auf und so, das lohnt sich ja gar nicht, ey. Da kriegst du ja so viel. Da bist du ja wahnsinnig. Da hinten ist der Zombie, den wir dann die ganze Zeit hören. Immer noch einen kleinen Schutzwall. Hier müssen wir eh einen Weg rüber bauen, wenn wir da rüber wollen. Aber immer ein bisschen großzügiger jetzt, nachdem wir vorhin fast in die Lava geschleudert worden sind. So, oh, ich muss ja eine Aufnahme, Folgenwechsel machen. Okay, dann mache ich jetzt hier. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.